Das nächste Video, das wir schauen, ist von Rezo. Julia wird angespuckt bei Flachwitz-Challenge. Rezo auch. Okay. Kann ja nur gut werden. Schau mal rein. Ist ein Hund ohne Beine. Oh mein Gott! Boah, ich hab nicht. Ja, ich glaube so Flachwitze, weiß ich nicht. Schauen wir mal, ob die mich catchen. Wie heißt ein Hund ohne Beine? Oh mein Gott! Boah, ich hab nicht gedacht, dass ich so schnell so nass bin. Oh. War das die Reaktion auf die Antwort? Okay. Also ich finde dieses Spiel so widerlich, ne? Unglaublich, ich find's richtig disgusting. Ich muss mal anspucken. Uff. Na? Ich hab Angst. Herzlich willkommen zu diesem Video hier auf diesem wunderbaren Kanal namens... Wir spielen heute etwas, was wir sehr, sehr lange nicht mehr gespielt haben, und zwar eine Flachwitze-Challenge. Der liebe Jakob, sag mal hallo. Hi. Der ist hinter der Kamera und hat... Das habe ich gefühlt auch schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen, diese Flachwitze-Challenge mit Anspucken. Hat einen Zettel mit Flachwitzen. Er liest sie jetzt gleich vor und wir sitzen hier und... Lachen hören gar uns nicht an. Darüber. Nee, natürlich nicht. Nee. Wieso sollen wir auch lachen? Ich verstehe auch nicht, warum du den Boden hier ausgelegt hast. Ist das so ein neuer Teppich irgendwie, oder? Ja, ich weiß nicht, ob du das auf der Kamera siehst, aber wir haben hier eine Plane ausgelegt. Ich weiß auch nicht, wieso. Weil wir müssen ja nicht lachen. Wir müssen ja nicht lachen. Total sinnfrei. Ey, das geht schon. Es ist immer so. Bevor es eigentlich losgeht und wenn man schon merkt, okay, jetzt wird's serious, muss man schon lachen. Trinken, ne? Ich schau dann später Alligator. Sinnfrei. Okay. Jetzt kam mir noch nicht mal ein Witz. Junge. Wir haben noch nicht einmal einen Witz gehört, Julia. Ich weiß. Hä, wie soll das denn starten? Ja, weil du kannst sowas nicht mit mir spielen, das weißt du doch. Ich hab mich voll gesabbert jetzt. Ja, ich glaube auch dich hast du voll gesabbert, genau. Warum haben Fische Schuppen? Damit sie bei Regen ihre Fahrräder unterstellen können. Ein Polizisten ohne Haare. Okay, den habe ich auch gar nicht gecheckt. Glatzkopf. Entschuldigung. Ich habe ein bisschen was abbekommen. Puh. Entschuldigung. Nee, ist alles cool. Du wolltest das Spiel. Ja, es ist auch eine Erfrischung. Ja. Mir war ein bisschen warm. Ja, jetzt kennen wir den Übeltäter. Also, jetzt ist schön. Ja. Danke dir. Welche Nationalität hat der Weihnachtsmann? Er ist Nordpole. Ich weiß nicht, was ich von den Flachwitzen erwartet habe. Nee, ey, ich danke dir voll, das ist voll erfrischend. Bin auch froh, dass wir dieses Video mal wieder drehen. Ja, ich hab's auch vermisst. Gut. Bin auch noch relativ trocken, eigentlich finde ich's okay. Wie heißt ein Hund ohne Beine? Riese komplett am Eskalieren direkt. Das war nicht mal lustig! Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ja, was war denn die Antwort? Es tut mir so leid. Was war denn lustig? Er sagt es schon immer so, als müsste er lachen. Okay. Es tut mir leid. Es ist okay, wir sind jetzt beide. Es tut mir leid. Nass. Warte, wir haben die Auflösung ja noch gar nicht gehört. Achso, warte, wir haben den Witz noch gar nicht gehört. Ja, stimmt. Okay, warte. Okay. Wie heißt dein Hund ohne Beine? Egal, kommt eh nicht, wenn man ihn ruft. Okay, ich hab was Krasseres erwartet. Mann! War auch eigentlich gar nicht lustig, aber die Hemmung ist jetzt halt weg. Ja. Lass uns wenigstens kleine Ziele setzen, dass wir einen schaffen. Mhm. Weil wenn wir kleinere Ziele setzen, siehst du dumm aus, kleinere Ziele setzen, dann schaffen wir mehr. Mhm. Okay, was rennt durch den Wald und scheißt? Weil wenn wir kleinere Ziele setzen... Wieso, was rennt durch den Wald und scheißt? Hochkäppchen. Das war einfach der Druck. Okay, also die Erwartungshaltung war höher. Druck, es tut mir leid. Kotkäppchen? Ja. Lustig. Ja, eine Runde müssen sie doch wohl schaffen, oder? Ohne zu auszurasten. Entschuldigung. Zu viel erwartet anscheinend. Oh mein Gott, ich kann es mir schon genau, also ich kann es mir sehr gut vorstellen, wie schwierig es ist, überhaupt erstmal das Wasser im Mund zu behalten. Nice. Okay, warum hat man im Wald schlechten Handyempfang? Überall nur 2G. Los, Aquaknall! Oh, das ist stupid!
Fand sich lustig? Nee, okay. Dann geht's direkt weiter. Der hat blaue Haare und stinkt am Sack. Das ist der Plan. Okay, das ist so dumm. Das ist schon wieder lustig. Ach, Witz. Und das Ding ist, man wusste, also keine Ahnung, man hat sich schon instant irgendwas dabei gedacht. Ja. Ist doch nett, dass es ein Witz ist immerhin, oder? Hey, voll lustig. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell so nass bin. Und ich habe auch vergessen, dass nicht nur das Oberteil, sondern ja auch die Hose nass alles bin. Alles wird nass. Und die Socken ich auch. Ich kann dir alles geben. Das ist gut. Ich gebe dir eine Jogginghose, ich gebe dir hast Socken. Hast du auch ein BH für mich? Hab ich nicht. Ja, scheiße. Mann. Was ist lang, vibriert und bringt eine Frau zum Schreien? Eine Kettensäge. Wenn du Nudeln auf dem Bild dran machst. Wenn du Nudeln... Ich hab nur gespuckt, weil ich mich erschrocken hab, dass du gespuckt hast. Es baut sich so ein Druck auf, ne? Ja, übel. Ja. Und dann liest du. Und vor allem, wenn du da. Hey, also für mich jetzt nicht so krass, aber für die auf jeden Fall. Und sagst du, was? Ja. Das ist halt wirklich 80% dein Lesen und 20% dein Blick. Okay. Was ist ein Mann, der beim Sex singt? Ein Popsänger. Was kommt raus, wenn man eine Ratte mit einer Kuh kreuzt? Murat. Oh mein Gott! Uff. Ich bin ein bisschen nass. Ey, wenn ich was jetzt sagen soll. Weil wir müssen ja nicht lachen. Wir müssen ja nicht lachen. Total sinnfrei. Hast du gemerkt, dass uns bei der Frage schon bewusst war, das wird uns kriegen? Ja. Boah, ich habe aber auch das Gefühl, dass das ganze Wasser... Aber ich fand die Auflösung da echt gut. ...in meinem Gesicht ist anders ist als normales Wasser, als wäre das so, also als würde ich die Sabber von dir auch noch wirklich so in schön. Meinem Gesicht spüren. Ja, das ist so ein bisschen warm und wohlig, so, ja, weißt du? Es bringt uns auch näher. Ja. Es ist eine Bonding-Experience. Das ist total toll. Ja. Lecker, lecker. Welches Tier kann am schnellsten das Geschlecht wechseln? Die Filzlaus. Versteht ihr nicht, weil ihr zu dumm seid? Was steht auf dem Grabstein? Hä? Ich check's auch nicht. Selbst die Auflösung hat mir gar nichts erklärt. Stein einer Putzfrau. Sie kehrt nie wieder. Ja. Predictable. Okay. Egal wie laut. Als ob. Junge, der war nicht mal krass. Filzläuse sind, glaube ich, beim Geschlechtsakt können die so von dem einen Intimbereich zum anderen wechseln. Ja! Jetzt haben. Achso, das war der Filzlaus-Joke. Was machen die? Von dem einen Intimbereich zum anderen wechseln. Ja! Jetzt habe ich's. Entschuldigung. Ich blick's aber noch nicht. Kam ein bisschen spät. Sorry. Ja. Okay, egal wie laut du Bach hörst, Karl hört lauter Bach. Schwachsinn. Bänkel. Ja, was ist los, stupid? Das ist jedes Mal dein Argument. Das ist wirklich stupid. Aber Flachwitze sind halt auch per Definition einfach stupid. Wichtig, hydriert zu sein, Julia. Wasser trinken. Auch da draußen. Wenn ihr Wasser trinkt und schon mal getrunken habt, gebt einen Daumen nach oben. Stay hydrated. Aber am besten nicht mehr ausspucken danach. Was macht ein Wikinger auf einem Eisberg? Frieren. Kommt ein Rocker in den Blumenladen. Ey, Digga, du bist nicht Checker gerade. Ich hab's nicht verstanden. Hä? Frieren, ja. Ja, der friert da. Ja. Das ist der ganze Joke. Ach so. Ey, du so, hä? Ja, ich dachte erst, das wäre ein Wikinger-Wortwitz, aber also, war gar keiner. Nee, war einfach nur dumm. Ja, seid ihr ready? Mhm. Okay. Kommt ein Rocker in den Blumenladen und fragt die Verkäuferin, wo sind die ganzen Roses? Was haben Der war aber schon gut, fand ich. 80-Jährige zwischen ihren Brüsten, was 20-Jährige nicht haben. Ihren Bauchnabel? Das ist schon sad. Was ist braun, klebrig und läuft durch die Gegend? Lebende Kacke. Okay, das ist so aber hart. Auch dumm. Gesagt, als hättest du es so gefeiert. Als wärst du so total plausibel. Oh, ja, lebende Kacke halt. Also langsam mit eklig. Ja. Was ist ein Igel in der Kondomfabrik? Eine Kinderüberraschung. Du hast so gemacht und dann kam das hier so runter. Echt? Ach ja. So. Oh, ich spüre das nicht mehr, aber ich bin so nass. Oh. Ein bisschen feucht hier. Dezent. Der Prinz ist sehr angepisst. Rapunzel ließ ihren Hahn herunter. Oh Mann! Echt jetzt? Ja,
ihren Hahn hat sie heruntergelassen. Oh Mann. Weißt du was, wir könnten jetzt sogar auch hier hinpickeln und niemand wird es merken. Ja, das stimmt, wir haben eine Plane. Ja. Es kann gar nichts schief gehen. Meine Finger werden schrumpelig. Oh mein Gott. Also, wie lange haben die es aufgenommen? Wie lange haben die es denn aufgenommen? Finger schrumpelig. Nicht so super schnell. Wahrscheinlich 2 Stunden lang, oder? Aber ich bin einfach super nass. Deine nicht? Nee, guck, ich glaube keine schrumpeligen, oder? Bisschen, minimal, 10%. Okay, noch ein Fact an der Stelle. Nichts beginnt mit N und endet mit S. Mhm. So, fang. So? Mhm. Ja, okay. Warum klaut Robin Hood Deodorant? Deodorant, was ist das für ein Wort? Hä? Das heißt doch so. Nee, das heißt doch so. Heißt das so? Ja, ich glaube, es heißt... Deo, ja klar. Deodorant. Ja. Das sagt bloß keiner, das sagt jeder Deo. Deodorant. Hast du es noch nie gesehen, das Wort? Ich nutze das auch nicht. Aber das sagt man Deodorant. Oh, jetzt bin ich erst recht verwirrt. Uff. Deo oder das Wort Deodorant? Beides. Okay. Okay, versuchen wir es jetzt erneut. Warum klaut Robin Hood Deo? Um es unter den Armen zu verteilen. Nein, nicht verschlucken. Okay. Was macht ein schwuler Wurm im Salat? Er schmeißt die Schnecken raus. Habe ich gar nicht verstanden, den Witz. Dass ich das nicht gecheckt habe, war es lustiger als der Witz selber. Als wäre ich in eine Wanne gegangen. Hä? Schnecken fressen doch Salat! Ja. Oder? Ja, ja, natürlich Schnecken. Eiskalt. Wie nennt man eine arabische Hexe? Habibi Blocksberg. Habe ich schon mal gehört. Okay, ich glaube. Nochmal ein Fakt am Ende. Nichts beginnt mit N und endet mit S. Was ist Danke das? Danke dafür. Hä? Was ist das? Du checkst immer noch nicht. So stupid. Hey, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und liked das Video. Ah, nee. Ja, mach beides am besten. Und geht doch auf den Kanal von der lieben Julia drauf. Da haben wir ganz viele tolle Videos auch schon gedreht. Die können euch alle angucken oder nochmal angucken. Einfach dreimal angucken. Boah, mein Fuß ist schon sehr widerlich. Ist nicht nur nass, sondern auch eingeschlafen. Ja, es ist komplett nass und es tropft. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Boah. Ja, war schon widerlich, aber trotzdem sehr gutes Video. Lasst Riso gerne kostenlosen Sub auf YouTube, Julia auch gerne, lasst mir gerne auch einen da und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Wäre Ehre.